Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Mats, da hinten, da musst du rum! Ach Leute, ey, ihr könnt mich doch jetzt nicht alle im Stich lassen. Ich habe auch noch andere Hobbys als Joko Winterscheid, ne? So. Morgen! Nichts kommt gar nicht in Frage. Hier kommt keiner rein. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das kann doch nicht sein, dass er seinen eigenen Trainer nicht erkennt, der Mann da. Der Bus holt ihr auch gleich ab. Und wollen wir uns nicht hier hinstellen auf den warten? Und dann fahren wir mit dem rein. Kommt er. Wo? Den ist da rein. So, wir hängen uns jetzt an den Bus rein. Nein. Nein, nein, nein. Das gibt richtig Ärger. Wir sind auf dem Gelände drauf. So, wo fahren wir hin, Leute? Wo muss ich hin? Den Bus hinterher? Scheiße. Ihr müsst mir auch sagen, wo ich hin muss. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Jetzt ist die große Frage, ne? Wo stellen wir uns hin? Wie läuft das jetzt hier? Den Plan hatten wir nicht. Den Plan hatten wir nicht. Das ist der Herr Reus. Morgen. Ich bin's, Jürgen. Morgen. Marco, gut drauf? Ja, alles gut. Sehen wir uns gleich drinnen, ne? Ich darf hier keinen reinlassen und der ist da hinter dem Bus her. Ist doch Jürgen. Er soll rausfahren, ich darf keinen reinlassen. Ich bin Kloppo. Ich ruf die Polizei. Komm raus, fahr raus. Wo ist denn der Kevin? Ist er schon da? Komm raus, hab ich gesagt. Ich komm einfach kurz mit rein, Marco, ja? Wir kommen gleich raus. Okay. Klopp. Das ist privates Gelände, würde ich draußen sagen. Aber wir haben doch jetzt gleich hier noch Essen und alles, dann fahren wir zusammen. Geht bitte raus, okay? Gut, dann bis später, ne? Ich weiß nicht, was hier heute los ist, ne? Marco Reus hat mich erkannt. Der wusste sofort, ich bin's, Kloppo. Aber ich fahre jetzt hier extra langsam runter. Und wenn ich hier langsam runterfahre, heißt das auch, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich den Kevin Großkreuz nicht treffe. Da kommt ein OPC. Sebastian, morgen! Was macht ihr denn? Kennst du mich nicht? Ich bin's, Kloppo. Ja. Du kannst wirklich Fragen stellen. Bist du noch hier unter Druck gesetzt? Ja, ich weiß, der erkennt mich heute nicht. Ruf nicht rein, ne? Ich hab das auch schon gesagt. Der erkennt mich heute nicht. Sag immer, wer ich bin. Du bist der Kloppo? Siehst du, er kennt mich. Sebastian kennt mich. Doch keine Rolle, fahr weiter. Ja, lass mich ruhig im Stich, ne? Du bist nicht in der Startelf heute. Komm, fahr raus. Ja, ist ja gut. Da kommt der Kevin! Das ist Kevin hier. Kevin! Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Kevin! Nein! Scheiße, aber ich hab doch gesagt, dass der Kevin so nah dran war. Ne? Hier, ja, hier war der Goldene Umberto in meiner Tasche. Und da war Kevin Großkreuz. So nah waren die beiden noch nie zusammen. Es kann jetzt nicht wahr sein, dass der da drauf ist und wir hier. Was für ein Timing ist denn das? Ist doch echt. Der hatte Angst. Der hatte wirklich Angst in den Augen, der Großkreuz. Okay. Wisst ihr, die winken alle, ne? Wir müssen jetzt einfach den Vorteil nutzen, den wir haben. Ja? Ich sehe aus wie Jürgen Klopp. Das heißt, jeder Spieler wird hier gleich anhalten und sich fragen, warum steht der Trainer draußen und ist nicht auf dem Gelände. Und dann müssen wir eine Gelegenheit finden, wie wir den goldenen Umberto an Kevin Großkreuz abgeben. Das ist der einzige Plan. Einen anderen Plan kann es hier nicht mehr geben. Herr Schmelzer! Herr Subotic, Herr Schmidt. Morgen. Ich bin's, Kloppo. Sag mal, die lassen mich heute nicht drauf. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, ich glaube, es. Nein, keiner erkennt mich. Ich bin der Trainer. Wir fliegen natürlich alle gleich zusammen nach Marseille, aber trotzdem ist es irgendwie komisch. Sind alle etwas unentspannt. Ich will's einstecken, dann nehmen wir dich mit. Wirklich? Ja. Das ist aber nett, Herr Schmelzer. Das freut mich. Wer wird jetzt ausrasten da vorne? Das sage ich dir. Ne? Der ist nicht gut auf uns zu sprechen. Er geht schon hin. Er geht schon. Er macht zu. Er macht zu. Wir wollen nur Kevin den goldenen Umberto geben. Ne? Das ist der einzige Plan. Ah. Ja, das ist alles. Und das versteht keiner hier. Ich bin Jürgen Klopp. Ah, und er ist zu. Er hat seine Anweisung. Wir müssen das auch respektieren. Er ist gefährlich. Er darf nicht rein. Jetzt in der Bus rein. Groß haben wir schon Ärger da. Ja, gut, hilft mir nichts. Ne? Morgen bist du dabei beim Spiel. Das ist wichtig. Ich flieg gleich mit euch. Ja. Sag dem Kevin. Ich hab den Kevin gesehen, ne? Ja, ich sag ihm, ich schick ihn mal raus. Ne? Mach das, bitte.
Er hatte ein bisschen Angst, als er mich gesehen hat. Ich glaube, er dachte, ich bin ein Psychopath. Aber ich bin Kloppo. Alle haben sie mich erkannt, ne? Aber Kevin, weiß ich nicht. Der war schon sehr konzentriert. Ja, wie immer. Wie immer. Ja. Gut. Gut. Daniel, ich würde jetzt auch gerne noch lange hier im Auto sitzen bleiben, aber ihr müsst wahrscheinlich auch los. Okay, Chef. Ja, jetzt ist er hier. Mach's gut. Wir sehen uns nachher im Flieger. Naja, es ist der mit Abstand unangenehmste Morgen in meinem ganzen Leben. Meinst du denn, deine Verkleidung ist jetzt aufgeflogen? Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass meine Verkleidung aufgeflogen ist, nee. Ich glaube, die sitzen alle gerade da konspirativ zusammen und rätseln, wo der Trainer bleibt. Und dann wird denen irgendwann auffallen, dass sie ihn eben vom Platz gejagt haben. Und dann kriegt der richtig Ärger, ne? Wir haben wirklich noch eine Chance, ne? Die kommen jetzt da gleich alle mit dem Bus rausgefahren, fahren geschlossen zum Flughafen. Und entweder wir greifen uns die hier, oder wir können nur hoffen, dass wir die am Flughafen erwischen. Ich habe aber keine Ahnung, wie es am Flughafen... Kuckuck. Was soll das denn? Kuckuck. Was tauchst du denn jetzt hier auf? Ja, hast du den da immer ja noch? Ich habe ihn noch in der Hand. Mann. Die sind alle da drin. Überrascht dich das jetzt, dass es noch nicht geklappt hat? Es ist halt mega frustrierend. Ne? Wir waren da drauf, wir sind des Platzes verwiesen worden. So. Du kommst jetzt auch wieder einfach dazu. Soll ich dir mal was sagen? Ich weiß natürlich ein bisschen was. Die müssen gleich zum Flughafen. Warum waren wir dann hier? Warum sind wir nicht sofort zum Flughafen? Ja, witzig, oder? Wir werden das heute nicht hinbekommen. Ne? Wie soll das jetzt noch funktionieren? Wir waren wir so nah dran. Schnell sein, wir müssen hinterher. Was? Komm. Einsteigen, los, ins Auto mit euch. Scheiße. Die fahren jetzt hier auf dem Flughafen. Checken die jetzt ganz normal ein? Ich meine, wo fahren die hin? Können wir da? Wir fahren den einfach hinterher. Ja, einfach hinterher. Scheiße, so, jetzt müssen sie irgendwo anhalten hier. Hier ist schon ein Abflug. Das wird jetzt spannend. Da kommen, okay, ich stelle mich jetzt hier hin, Warnblinker, ne? Ich schließe den Wagen nicht ab. Da stehen Securities. Egal, raus. Hast du den Umberto? Ja. So. Oh, das. Kloppo. Herr Klopp. Jürgen, das ist. Warum fährst du mit der Mannschaft und ich nicht? Kannst du mal sagen? Ein paar Kilo. Gewicht will hier. Gewicht will. Das ist. Wo ist Kevin? Kevin, ich muss kurz zu Kevin, Entschuldigung, da bist du unwichtig. Kevin, wir haben eine Mission. Kevin, eine Sekunde. Eine Sekunde deiner kostbaren Zeit. Man muss ihn nehmen. Guck ihn dir an, das ist er, der goldene Umberto. Da ist er, der goldene Umberto, nur für dich. Der goldene Umberto, nimm ihn. Jawohl! Er hat ihn! Der goldene Umberto ist übergeben. Ist abgegeben. Es war sehr schade, aber der Kevin... Das ist total lustig, ihr habt nur einen scheiß Tag erwischt. Wir glauben ganz fest an euch. Wir sind wirklich, ne? Wir haben uns kurz einen Umberto verliehen. Vielleicht einfach mal später gucken, ob er sich auch richtig freut. Was ist ein Umberto? Einer der wichtigsten Medienpreise. Für seine Mentors-Werbung hat er die bekommen.